Edde. Europäer auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wünschen, dass der Spuk bald ein Ende hat. Mit der Kelly Family hat er Millionen Platten verkauft. Heute kann sich der Musiker Paddy Kelly ein Leben ohne Gott nicht mehr vorstellen. Aus der Ferne betrachtet ist Paddy Kelly ein Superstar. Auftritt bei einem Festival in der Altstadt von Lyon. Doch unberührbar, den Massen entrückt ist er nicht. Hier singt einer, der sich ins Herz schauen lässt. Paddys Musik, ein ständiger Dialog mit Gott und mit den Menschen. Höhepunkt eines langen Tages. Begonnen hat er 800 Kilometer weiter nördlich, im Theatersaal eines Freizeitparks bei Köln. Hier tritt Paddy oft mit seinen Geschwistern auf. Heute probt er mit seiner eigenen Band für den großen Auftritt am Abend in Lyon. Ich schreibe meistens Songs über meine persönliche Erfahrung, über meine Gefühle, meine Gedanken, anstatt jetzt irgendwann jemand zu sagen, hör mal, ihr müsst so und so wie ich denken. Ja? Und es sind jetzt nicht so pathetische Songs, würde ich sagen, eher mehr Songs aus dem Leben, aus der Erfahrung, Erfahrung im Glauben, anstatt jetzt zu sagen, hier alle jetzt Christen werden oder so, ja, das ist nicht meine Aufgabe. Paddy Kelly, der Superstar, packt mit an. Das hat er so gelernt und er will es auch gar nicht anders. Das 10. Kind der irischen Künstlerfamilie ist auf dem Boden geblieben. Christ sein, das heißt für Paddy vor allem Nächstenliebe und Solidarität. Neun Stunden dauert die Fahrt nach Lyon, die erste gehört dem Gebet. Jede Perle ein Ave Maria, seinen Rosenkranz hat Paddy immer dabei. Das tägliche Gespräch mit der Gottesmutter, ein Lebenselixier und Hilfe in seelischer Not. Als mein Vater starb, dann hat mir der Glaube sehr viel geholfen, den Tod nicht so als was Schlimmes zu sehen. Ja, also als Christ glaubt man ja an den Leben nach dem Tod. Und nicht, dass das dann hier alles vorbei ist, sondern das hat vielleicht zweite Schwangerschaft, wenn man durchgeht. Und dass das eigentliche Ziel der Himmel ist. Ja. Und ja, da hat mir das Gebet und der Glaube sehr, sehr viel geholfen. Lyon, das Ziel der Fahrt. Müßig Gang und Genuss in den Straßen der Altstadt. Harte Arbeit, nur ein paar Meter weiter, auf dem Platz vor der Kathedrale. Ganz Frankreich feiert heute die Fête de la Musique. Da will die Kirche nicht fehlen. Ich glaube, Musik ist eine universelle Sprache. Heute Abend werden hier Christen, Muslime und Nichtgläubige zuhören. 20.000 Leute. Sie alle sind ganz verschieden. Aber entscheidend ist doch, dass man, egal welchen Glaubens man ist, friedlich zusammenkommt. Fotos mit Fans aus Tschechien. Mit seiner Familie hat Paddy Fußballstadien gefüllt und 16 Millionen Platten verkauft. Doch Ruhm und Reichtum allein waren ihm zu wenig. Je mehr man besitzt, je mehr man Erfolg hat, desto einsamer man werden kann. Wenn man aber Gott an erster Stelle hat, dann kann man auch viel Gutes tun mit das, was man so bekommt. Noch ist Zeit bis zum Konzert am Abend. Paddy lädt befreundete Musiker zum Rosenkranz in eine Seitenkapelle der Kathedrale. Persönliche Bitten und Gebete um Frieden in der Welt. Nicht weit von hier hat Paddy zum Glauben gefunden. Vor 5 Jahren war das im Wallfahrtsort Lourdes. Eine Reise, die sein Leben verändert hat. Das ist einfach wie verliebt sein. Am Anfang will man es jedem erzählen. Und als ich nach Hause kam, habe ich sofort gedacht, ich muss jetzt die ganze Familie bekehren. Aber ich musste noch viele Hausaufgaben machen, bevor ich über Gott sprechen kann und konnte. Und es ist einfach schön zu wissen, was das Leben überhaupt für einen Sinn hat. Es gibt eins, was ich in der Kirche auf der ganzen Welt immer gleich empfinde. Wenn ich da reinkomme, ist es einfach so eine gewisse Präsenz, ein gewisser Frieden, so, man hat ein Gefühl,
Man ist im Haus Gottes. Draußen vor der Kathedrale ist es dunkel geworden und laut. Nur noch wenige Minuten bis zum Auftritt, für Paddy ein ganz besonderer. Und dann ist es soweit, raus auf die Bühne, Verkündigung der anderen Art. Von seinem Weg zu Gott singt er und von der Suche nach der ewigen Wahrheit, die er für sich gefunden hat. Musik als Sprache des Glaubens, seine Botschaft kommt an. Es geht ins Herz, es regt zum Nachdenken an und es verbündet eben auch. Es geht um Gott, es geht um Leben, es geht um Liebe, es geht um Trauer, es geht um jedes Lebensgefühl einfach. Und das ist wichtig, sehr wichtig für uns. Mitternacht. Im Dom feiert der Kardinal von Lyon einen Gottesdienst mit jungen Christen. Für Paddy geht heute ein großer Tag zu Ende. Es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich weiß, ich bin sehr gerührt, habe sehr viel Spaß gehabt und bin einfach überwältigt von Gottes Größe, Gottes Liebe zwischen uns Menschen und ja, ich kann nur Danke sagen. Paddy Kelly, der Christ, führt ein bewegtes Leben, aber rastlos ist es nicht. Sein inneres Zuhause hat er längst gefunden.